Hallo und willkommen Leute zu diesem neuen Video. Heute wollte ich euch mal mein Salomon Great Metadeck Profile zeigen, was ich leider nur im Duel Simulator habe, deswegen muss ich es jetzt so zeigen. Aber ich hoffe, die Audioqualität ist auch nicht so schlecht mit meinem Headset. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an mit dem Video. Ja, in dem Deck spielen wir natürlich eine Gazelle, ist eine super gute Karte. Ihr könnt sie einfach durch den Effekt Special, wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, und dann eine Karte millen, wieder auf Dante gehen. Also das haben wir jetzt nicht im Deck, da muss ich eigentlich auch noch mal gleich eine Karte reinnehmen. Ich nehme gerade, ich habe nur 14 Karten drin. Da soll eigentlich noch ein Exidy 3 rein, das packe ich gleich rein, wenn wir zum Extra-Deck kommen. Aber ja, damit können wir auf Dante gehen oder halt die neue Exidy, die ich reinnehmen werde. Und ja, Gazelle ist eine super Karte. So, Diva-Käfer spiele ich auf 3. Ich habe gesehen, dass das viele nur auf 2 spielen, die Karte. Ich spiele sie allerdings auf 3. Ist halt auch eine super Karte. Ich finde die echt krass, wenn man die normal oder spezial beschwört. Kann man sich einfach einen Cyberse-Monster der Stufe 3 oder niedriger hinzufügen. Und das ist halt schon ziemlich stark. Man kann die auch als First-Turn-Kombo nutzen. Man normalt die, holt sich die Gazelle und so weiter. Ja, finde ich eine gute Karte. 3x Spinny finde ich auch eine ziemlich gute Karte. Ihr könnt die immer aus dem Grave Special, ihr könnt ATK boosten, bla bla bla. Ich weiß, man kann auch nur auf 2 spielen, ich spiele jetzt hier aber auf 3. Genauso Jack Jaguar kann man sich natürlich alle hier 5 searchen wieder mit Gazelle in den Grave. Und ja, finde ich auch eine gute Karte. Sollte man eigentlich den Effekt kennen mit dem Special und recyceln. Und ja, finde ich eine gute Karte. Fuxi spiele ich nur auf 2 aus dem Grund, dass wenn man ihn nur auf der Hand hat, zweimal oder so, es kann halt schon ziemlich bricky sein. Und im Grave kann man halt nochmal eine Trap schießen, das ist halt besser. Deswegen spiele ich ihn nur auf 2. So, jetzt noch was Spannendes. Ich spiele 3x den Flame Buffalo. Aus dem Grund, dass man damit eine gute First-Turn-Combo machen kann. Man normalt den, holt sich dann den Bailings, werft dann Salomon Great Monster ab, wie jetzt zum Beispiel Spinny, und special dadurch dann wieder die Gazelle und dann zieht man halt nochmal Karten und das ist halt... Dadurch geht man halt krass plus. Ja. Den einen Falco, ja, den spiele ich aus dem Grund, dass ich halt zum Beispiel ihn reinmillen kann, dann wieder hier mit Trap recyceln kann. Den wird man wahrscheinlich auch später spielen, wenn hier Sunlight ungefähr jetzt in der neuen Bandlist gebannt ist. Lol. Und man kann ihn halt aus dem Grave special und dann zum Beispiel so ein, keine Ahnung, was auf die Hand geben. Der Effekt ist halt nicht so gut. Okay, dann kommen wir zu den Hand Traps. Ich spiele 3x Ash Blossom. Super Karte, brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Könnt ihr einfach Draws droppen. 3x DD Crow, das hat den Grund, dass ich halt oft gegen Decks gespielt habe, die in den Grave millen und dadurch ihre Combo fortführen. Und wenn man dann halt eine DD Crow aktiviert dazwischen, können die nicht mehr ganz so viel machen. Und das ist halt sehr schön. Sowieso, ich spiele immer sehr viele Handtraps in Metadecks. Den einen Nibiru, The Primal Being, ist halt eine ziemlich gute Karte. Ja, ich weiß nicht. Kann halt schon stark sein. Aber ich spiele jetzt halt nur auf 1. Phantasmal 2x. Ist halt eine ziemlich krasse Karte, mit der man krass plus geht gegen die großen Combo-Decks, wie jetzt zum Beispiel Spiral und so weiter. Da geht man dann ziemlich heftig plus, wenn ihr irgendwie hohe Linkzahlen beschwören. Und ja, würde ich auf 2 spielen, könnt ihr auch noch mal im Side-Deck. Eine habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich spiele so auf 2. Den einen Cycle könnt ihr euch halt einen 7 Great Monster holen, ist auch eine super Karte. Und was halt jetzt auch lustig ist, Cyanide Mining. Ist immer noch nicht gebannt, ist immer noch auf 3. Ich habe keine Ahnung warum. Ihr könnt Spinny reinwerfen, Gazelle holen, Gazelle durch ihren Effekt special wieder. Ist halt krass, diese Cyanide Mining Kombis immer. Ja. Genauso Desires. Ist für das Deck eigentlich perfekt, weil die Combo Pieces kriegen wir wie gesagt auch schon immer raus. Dann drawen wir einfach nochmal. Und gehen damit dann insgesamt plus 1. Wille. Spiele ich nur auf 2, kann man auch auf 3 spielen. Aber spiele ich auch in dem Metadeck nur auf 2. Eine Sanctuary ist halt searchable, 2 Raw, 2 Rage, eine Imperial Order, einfach nur gegen diese Spell-Decks, jetzt auch gerade wieder Shadol. Ich habe Angst vor Shadol, deswegen spiele ich die. Genauso Prohibit Snake, dann könnt ihr halt die Winder auf die Hand geben. So kriegen sie halt nicht mehr ganz so viel hin. Und hier halt auch gegen die ganzen Fusionssachen habe ich da einen Schutz gegen. So, dann erinnere ich jetzt nochmal was kurz am Extra-Deck und dann kommen wir gleich zum Extra-Deck. So, okay, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Extra-Deck. Da spielen wir natürlich 3x den Bailings, das ist halt eine super Karte, Schutzeffekt um Grave. Könnt ihr euch wieder das Heiligtum searchen mit jedem, praktisch jeder Karte hier im gesamten Deck. In jedem Spielwagen gehabt, jetzt natürlich nicht mit irgendwie DD Crow oder sowas. 3x den Sunlight Wolf, auch eine super Karte, ihr könnt euch die ganzen Traps wieder enden, ihr könnt euch den Wille wieder enden.
Und was interessant ist, halt die Ash. Hier könnte ich die Ash wieder hin gegen Combo-Deck super. Zweimal Heat Leo. Den einen Security-Deck. Den spiele ich aus dem Grund des Field-Clearings tatsächlich. Wenn euer Gegner dann noch ein Monster hat, dann könnt ihr es ihm wieder auf die Hand geben und das ist halt super. Dann die eine Heater. Den einen Linguribo. Den spiele ich halt aus dem Grund, dass ihr euch halt einfach Traps annullieren könnt. Ist halt ziemlich gut, finde ich, auch wenn wir keine Nistamonster haben. Der eine Effekt ist halt verschwendet, aber der ist sowieso nicht so gut. Das mit dem Trap Annulaten ist halt super. Den einen Topologic Zeroboros. Zeroboros ist halt auch ziemlich stark aus dem Grund, dass ihr praktisch das ganze Field eures Gegners banishen könnt und ihn dann wieder raus specialen. Genauso Ballsword, ich mag den OTK ist halt immer noch. Den einen Abyss Dweller ist halt eine ziemlich gute Karte aus dem Grund, dass ihr praktisch den kompletten Friedhof eures Gegners halt erstmal so ein bisschen locken könnt. Und die eine Dante halt wegen diesen Kombinationen und so. Und dann könnt ihr wieder millen und er kriegt auch TK. Das ist halt ein Nebeneffekt, aber millen ist halt auch gut. So, dann kommen wir jetzt nochmal zum Side Deck. Ja, in dem Side Deck spiele ich zweimal Prohibit Snake. Genauso wie hier halt auch Prohibit Snake. Das ist halt auch wieder Winder. Ist halt super, die auf die Hand zu geben. Da habe ich halt Angst wirklich vor. Zweimal die Birio, weil wir den nur einmal im Main Deck haben. Drei Lightning Storms. Zwei Mind Control, weil sie halt auf zwei ist, sonst würde ich ihn dreimal reinspielen. Nur ein Twin Twister. Ich weiß nicht, ich schlag mich damit rum, den auf zwei zu spielen im Side Deck, aber kann man machen, aber ich spiele nur auf eins. Zweimal Infinite Impermanence. Aus dem Grund gegen Decks, wenn euer Gegner first geht. Dass ihr dann halt die auf der Hand habt und was annullieren könnt wieder an der Combo. Also ihr merkt schon, das ist sehr Handtrap-lastig, das ganze Deck. Und genauso halt dreimal Dolan Lockbird. Das ist halt immer, wenn ihr gegen Spiral spielt oder so weiter. Das hatte ich jetzt auch schon auf ein paar Turnieren, dass ich gegen Spiral gespielt habe. Und der praktisch sich so viel auf die Hand searcht, dann kommt er wieder mit seinem Big Red auf die Hand und so weiter. Und das dann Quickfix und so weiter. Und das ist halt unangenehm. Und dann, wenn ihr einen Dolan Lockbird reinhaut, dann kann er erstmal nicht so viel machen. Okay, ich duel jetzt nochmal gegen so ein Random, um mal zu sehen, oder euch zu zeigen, besser gesagt, weil ich ja weiß, dass das Deck stark ist, wie viel Stärke das Deck jetzt wirklich hat. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen Second und versuchen mit dem Handtrap ihn praktisch runterzulocken, dass er nicht ein gutes Board hinkriegt. Und ja. Okay, die Hand sieht schon mal gar nicht so bad aus. Wir haben Psionic Mining, den Spinny. Und uns mit dem Psionic Mining die Gazelle. Werfen den Will ab, würde ich sagen. Und versuchen uns den Will dann am Ende wieder zu enden. Und ja. Sollte eigentlich ganz gut werden. Wir auch mal gucken, was er macht. Wir haben jetzt leider nichts zum Annulaten auf der Hand. Das heißt, er kann schön frei spielen und er spielt ein Neos. Also ein Heldendeck. Heldenfusion. Mhm. Okay, das ist not bad. Ja, damit kann er halt alles shuffeln, ne? Quick-Effekt? Nee. Emergency Call. Na, ich habe Probleme mit Neos-Decks. Man kann uns halt wirklich alles wieder reinschaffeln ins Deck. Und dadurch kann ich ganz schön krasses Minus gehen mit Rainbow Neos. Deswegen hoffe ich, dass wir mit Raw das annulliert kriegen und wir es praktisch andersrum machen und wir seinen zerstören, aber es wird schwierig. Ich schätze mal, das wird auch relativ schnell zünden. Das heißt, wir müssen den Raw ganz am Ende verdeckt legen und ja, ich glaube, wir senden dann den Flame Buffalo, dann können wir einen Flammen, ja, Cyber oder so Monster auf den Friedhof legen und ja, ich würde sagen, Sign It Mining. Okay, dann haben wir jetzt schon mal ganz nettes Board. Dann normeln wir den Spinny Racer. Ich hoffe die ganze Zeit, dass er nicht zündet. Das wäre so unangenehm. Er hat auch keine Traps, dann müssen wir nicht auf Linguribo gehen. Und ja, dann enden wir uns mal die Sanctuary und darauf auch die Gazelle. Und
Und mit der Gazelle würde ich sagen, müllen wir jetzt mal einen Rage, damit wir die beiden loswerden. Dachte gerade so, hä? Aber okay, dann machen wir den Sunlight. Könnten natürlich auch seine Karte wieder zur Hand hinzufügen, aber wir wollen das ja mit dem Rage machen, damit wir den auch schon mal so haben. So, dann hat es auch mit dem Field Clearing geschafft. Dafür ist halt auch die Karte, wie ich gesagt habe, ziemlich gut. Man kann praktisch das Field erstmal leer räumen und dann praktisch angreifen. Das ist auch der Sinn von dem Deck. Man macht Heat Leo, man macht die Rages und so weiter. Jetzt haben wir halt zwei, einmal eine Annullierung und so weiter. Ja, es surrendert auch. Genau so ist halt die Idee von dem Deck, dass man halt immer das Field cleart und dann der Gegner praktisch auch nicht mehr machen kann. Er weiß, dass wir einen Rage hinten liegen haben. Wir können wieder zwei Karten poppen. Wir hätten das auch wieder wegmachen können. Wir hätten Heat Leo bauen können und den Minen können. Dann hätten wir halt drei schießen können, aber da fand ich die Idee besser mit dem Wegmischen von seinen Karten. Und ja, wir cleanen halt sein komplettes Feld und bauen hinten so eine Row auf, Rage und Roar zum Beispiel. Da haben wir eine Annullierung, wir haben eine Zerstörung, wir haben einen Secure hinten drin mit den Bailings, dann kann unser nicht zerstört werden. Wir haben den Debug-Käfer nochmal für den Search, wir haben die Gazelle wieder auf die Hand gekriegt. Wir können reincarnaten, also genau so soll es eigentlich laufen. Und ich hoffe, euch gefällt auch das Deck-Profile an sich so. Und ja, ich würde sagen, tschö.